Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt bin ich der letzte Redner und jetzt kann ich das mal aus einer ganz anderen Sicht noch beleuchten und will mal deutlich machen, was mir so passiert ist alles. Vor einigen Wochen traf ich mich mit Ron Perlman auf der Comic-Con in Dortmund. Ron Perlman ist der Hauptdarsteller der amerikanischen Fernsehserie Sons of Anarchy. Es geht in der Serie um einen Motorrad-Rocker-Club, einen MC. Wenn sich jemand ein wenig mit der Rocker-Motorrad-Szene auskennt, stellt er fest, dass diese Serie durchaus einen hohen Realitätsgehalt hat. Wer sich mit der organisierten Rocker-Kriminalität allerdings nicht auskennt, und das scheint mir manchmal der Fall zu sein, der hat hier gutes Anschauungsmaterial. Ich finde überdies sehr interessant, wie Hollywood sich mit so einem Thema umgeht, wie Hollywood es schafft, dass sich der Zuschauer sogar mit diesen Outlaws identifizieren kann. Ich selbst habe im Bereich der organisierten Kriminalität und im Speziellen auch im Rocker-Milieu ermittelt. Und damit meine ich nicht, dass ich mal einen Rocker bei der Verkehrskontrolle angehalten habe. Nein, ich meine damit, dass ich bis tief in die Szene vorgedrungen bin. Haben Sie schon mal einem Rocker in die Augen geguckt? Ich schon, 14 Jahre lang. Das sind zunächst Menschen wie Sie und ich. Sie haben Familie, gehen auch in die Kirche, haben Kinder, hören Sie ruhig zu, da lernen Sie was. Lieben Ihre Frauen und Sie gehen arbeiten. Der Unterschied ist nur der. Teile der Rocker-Szene verdienen ihren Lebensunterhalt mit kriminellen Geschäften. Keiner von uns glaubt ernsthaft, dass die Hells Angels oder die Banditos bestehen, weil sie nur die Freude am Motorradfahren verbindet. Das heißt aber nicht, das wurde schon heute des Öfteren gesagt, dass ich alle Vorverurteile, die Mitglieder eines Motorradclubs sind. Nein, das heißt nur, dass mir bei den kriminellen Rockern die Verstrickung von Schutzgelderpressungen, Zuhälterei bis hin zu Waffen- und Drogenhandel bekannt sind. Deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass es durchaus gute Gründe dafür gibt, dass wir das Vereinsgesetz gerade im Hinblick auf die organisierte Kriminalität im Rockermilieu anpassen müssen. Wir müssen dazu erst einmal anerkennen, dass nach außen sichtbare Zeichen, also die Patches, auch Macht bedeuten. Wenn ein Rocker seine Kutte trägt, dann gibt ihm das eine Identität. Mit dem Tragen der Kutte steigert sich auch sein Selbstwertgefühl. Die Umwelt reagiert anders auf jemanden, der eine Kutte mit diversen Symbolen trägt. Viele werden vorsichtig, ängstlich und zurückhaltend. Wenn man einem Rocker die Kutte wegnimmt, ist er nackt und empfindet sich als unvollständig und sogar minderwertig. Wer eine Bandido- oder Hells Angel-Kutte mit entsprechenden Patches trägt, der zeigt, dass er ein Teil von etwas ist. Der zeigt, dass eine ganze Truppe hinter ihm steht. Eine Truppe, die möglicherweise Partei ergreifen wird. Wenn ein Bürger so jemandem in Kutte gegenübersteht, dann schaut er nicht auf die Details der Patches, der sieht nur das Ganze und hat oft Angst. Was für den Bürgern schwer ist, ist oft auch für den Polizisten schwer. Nicht jeder Polizeibeamte kennt sich detailliert mit Patches aus. Hier müssen wir den Polizistinnen und Polizisten im Einsatz auch eine Sicherheit geben. Sie müssen auf Anhieb erkennen können, ob ein Symbol zu einer verbotenen Gruppierung gehört. Es wäre doch peinlich für jeden Polizisten, wenn er weiß, dass ein MC und das dazugehörige Patch verboten ist und das bei einer Kontrolle erkennt und entsprechend handelt. Und dann wird er im schlimmsten Fall einem möglicherweise kriminellen Rocker belehrt, weil das Patch eben nicht zu dem verbotenen Chapter, sondern zu einem anderen gehört. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir können und dürfen unsere Polizisten und Polizistinnen, denen ich jeden Tag dankbar für ihre großartige Arbeit bin, nicht im Regen stehen lassen. Ich möchte aber noch einen allgemeineren Rahmen bauen. Wir müssen es kriminellen Vereinen so schwer wie möglich machen. Denn diese Kriminellen wissen nur zu gut, wie man es den Ermittlungsbehörden schwer macht. Sie kennen die juristischen Schlupflöcher und sind bundesweit, teilweise weltweit organisiert. Wir können hier mindestens von mittelständischen Strukturen der Kriminalität sprechen. Und wir müssen diesen Strukturen entschlossen entgegentreten. Und um diesen illegalen Strukturen entgegenzutreten, sind wir als Gesetzgeber verpflichtet, unseren ermittelnden Behörden die Arbeit so einfach wie möglich zu machen. Wir sind verpflichtet, den Rechtsrahmen ganz klar abzustecken. Wir sind verpflichtet, diese Art der Kriminalität auf jede legale Weise zu bekämpfen. Wissen Sie, ich selbst bin passionierter Motorradfahrer. Ich schaue mir auch gern Ron Perlman live und die Sons of Anarchy an. Aber ich möchte nicht, dass Fernsehserien zu einer für uns akzeptierten Wirklichkeit werden. Deshalb müssen wir das Vereinsgesetz in diesem Punkt anpassen und ergänzen. So wird es effektiver, ist näher an der Realität und genau das wollen wir doch. Das wirft man uns doch sonst immer vor. Und aus diesem Grunde bitte ich Sie herzlich um Ihre Zustimmung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen.